Heute möchte ich Paula meinen neuen Taschenrechner vorstellen. Ich habe ihn einfach mal auf meinem iPad installiert. Der heißt MyScript Calculator, Handschriftrechner. Wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Ich gebe jetzt hier einfach mal eine Aufgabe ein. Ich gebe einfach mal 22 plus 22 ein. Ist gleich. Seht ihr hier schon gleich das Alter Ergebnis? Scholli, also das ist doch wirklich. Wir können das auch wieder löschen hier oben. Okay. Jetzt zeige ich euch einfach mal, Brüche könnt ihr auch eintippen. Sagen wir mal 22 44. Musst du das nicht ordentlich schreiben, oder? Nee, ist scheiße, ja. Sind gleich 0,5. Egal, das ist 88, also das haut Jetzt nicht hin, du. überlegen wir uns einfach mal, was wir da noch ranschreiben wollen. Ich sage einfach mal plus 44 28. Oh, das hat er jetzt ein bisschen verkackt. Gehen wir nochmal zurück. Wie gesagt, ein bisschen drauf achten muss er schon. Besser ist es, wenn er hier oben raufklickt, auf Einstellungen geht. Da kann man einstellen, dass die automatische Berechnung nicht gleich erfolgt. Das machen wir jetzt mal. Okay. Hier gehen wir nochmal zurück. Jetzt sage ich nochmal 22 44. Plus 23 26. Jetzt sehe ich hier unten rechts auf Berechnen und schon haben wir das Ergebnis. Also die manuelle Berechnung, sagst Genau. Wenn euch jetzt auffällt, dass ihr die Aufgabe falsch eingetippt habt, dann könnt ihr einfach so machen und löscht hier oben einfach die Zahl. Gebt hier 13 zum Beispiel ein, geht wieder auf Berechnen und du? habt Kannst du das auch mal uns Ergebnis. kurz den einfachen Dreisatz vorführen? Na, das ist ja, wenn du so willst, ein Dreisatz ist ja eine Verhältnisgleichung. Ja. So, dann haben wir hier noch mehr Einstellungen. Also wir können die Berechnung, wenn jetzt die Nachkommastellen, können wir angeben, ob sie abgeschnitten wären oder gerundet wären. Dann können wir die Dezimalstellen hinterm Komma angeben. Ich habe jetzt drei drin, das lasse Ob ich auf auch. oder abgerundet, kann ich das auch bestimmen. Nee, aufgerundet Ist wird ja es eben logisch, erst. ab 0,5 abgerundet darunter, ist klar. Ja, da musste Paula auch alles erzählen, das ist ja wirklich wichtig. Naja klar, Paul interessiert es schon, ist ja Logo. Ja, Paula kann das hier nicht, deswegen bin ich ja hier bei Maps alles, um mal ein bisschen was zu lernen. Dann kann man, wenn man Linkshänder ist, kann man das hier umstellen. Ja, wunderbar. Naja, und das war es eigentlich schon mit den Einstellungen. Mehr brauchen wir nicht wissen. Also finde ich, ist das echt eine coole Sache. Man kann schnell und einfach irgendwelche Sachen berechnen. Braucht nicht irgendwas in den Taschenrechner eintippen, sondern kann das mit der Hand machen. Finde ich eigentlich viel cooler und lockerer. Ja, definitiv zeitgemäß. Ich So hoffe, wie wir das halt kennen von der Bedienung her, ne? ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, euch hat die App gefallen. Den Link schmeiße ich einfach mal unter das Video. Beim nächsten Mal stelle ich euch was Neues vor. Bis dahin, haut rein. Ja, warte mal ganz kurz. Hier, habt ihr noch irgendwelche bestimmten Fragen zu dem Rechner? Oder soll euch hier der App-Sellist hier nochmal was ganz Besonderes vorstellen? Ich meine, ich, Paula, hat mir jetzt hier einfach mal ganz kurz hier den schönen MyScript-Calculator hier vorstellen lassen, und das ist ja wirklich eine wunderschöne Sache. Wenn du Fragen hast, lass doch einfach mal einen Kommentar, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und Paula wünscht dir noch alles Gute und den App-Seller-Liste verständlich auch, wie euch allen, und bis dann. Bis dann, haut rein.